Ich will über meinen Traum sprechen. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen. Wie? Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. Einen findest du nahe des großen Tempels, einen im Ostbezirk und einen in den Tunneln, die sich darunter erstrecken. Ich warte an den Kais am Becken des großen Tempels. Suche in der Nähe des großen Tempels und den Tunneln darunter. Wer sich mit uns anlegt, hat sein dummes, trauriges Leben verwirkt. Dieser Ort wird schwer bewacht. Wie viel Brot hat er gestohlen? Alles, was für den Palast bestimmt war. Der Bäcker will, dass er hingerichtet wird. Bitte, ich will doch nur meine Familie ernähren. Halt's Maul! Das ist auch nicht sein erster Diebstahl. Ich habe ihn selbst mal geschnappt. Echt schwer gestraft. Sollen wir ihn gleich töten und es hinter uns bringen? Halt's Maul! Ich kann bei deinem Gezeter nicht nachdenken! Keine schlechte Idee, ihn zu töten. Ist so. Kennst du den Seher? Den Göttern sei Dank! Er hat Hilfe geschickt! Bereit zu kämpfen, Magi? Natürlich. Die sich zu leicht vorgestellt. Idioten. Hey, was? Friss das, du Ratte! Verdammt! Wir müssen aufholen! Hab ich dich! Das war's. Freiheit! Du ruhst gleich in Frieden. Here.
Tenherit, suchet Jaku. Sonne, Bepse. Denke, Kuh. Lehren, Kuh. Tuche net. Du kannst nicht fliegen. Herkommen soll. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Zu stark, der Bastard! Hab dich! Ich bring dich um! Achtung! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger!
Ich bring dich um! Deine Zeit ist um! Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten! Du bist ein guter Kämpfer. Ich tue mein Bestes. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wiederholt sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin, gibt es Hoffnung für meine Familie. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Schon erschöpft? Du kannst nicht fliehen! Ah.
Wir schießen zu langsam! Da bist du! Friss das, du Ratte! Daniel. Den hier kann ich nicht mehr retten. Ihr Göttlichen, umkreist ihn. Möge das Amulett sein K beschützen. Thank you.
Ein Freund bat mich, dich zu befreien. Also schön. Worauf wartest du noch? Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht wunderschön? Nicht so schön, wie ich nach den Geschichten erwarte. Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht wunderschön? Hast du die Königin schon mal gesehen? Nein. Ist sie nicht wunderschön? Nicht so schön, ich wie ich könnte nach sagen, den dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Lass deinen Stolz beiseite. Ich trage dich. Aber ihre Juwelen. Oh, wie spektakulär. Ich hätte auch gern so eine Kette. Aber vor allem ihr Gesicht bleibt in Erinnerung. Sie sieht wahrhaftig ich aus... Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Ich hole mir meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Vision verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage. Das waren alle drei Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. Das Amulett dieses wirren alten Sehers würde mich nicht vor einem Flohbiss schützen. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Ha-Amun! Amor, kochen Sie, ja? Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Hanecheru! Semu! Hui Iru! Du bist Hast du die Amulette verteilt? Ja. Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen... Worüber sprachen wir? Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege, aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch dunkles Wasser auf, um zwischen Lotusblumen aufzutauchen. Ich nehme mein verlorenes Herz von einem Altar und reise in die Gefilde der Binsen. In der Ferne sehe ich meinen Sohn. Wenn ich nach ihm greife, zerfällt er zu Asche. Er... Siehe, dein wahres Auge ist geöffnet. Hier, das heilige Eiland erwacht. Nochmal von vorne.
Hier. Das heilige Eiland erwartet. Worüber sprachen wir? Hier. Das Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen.
Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Erhebe dich, o Licht! O Licht! Du, der du ohne es bist, tritt hervor! O Dunkel, hebe dich hinweg von seinen Augen! O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht! O Apophis, der du dich im Abgrund windest! O Apophis! Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel?